Der Zauber der Rauhnächte naht. Hallo, ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier auf diesem YouTube-Kanal. Schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Der Zauber der Rauhnächte naht. Nächste Woche Freitag zur Wintersonnenwende. Am 21. Dezember ist es nochmal soweit. Da werde ich in den Zauber der Rauhnächte abtauchen und wenn du magst, nehme ich dich da gerne mit. Falls du zum ersten Mal etwas von den Rauhnächten hörst. Die Rauhnächte, das ist so die Zeit, die man gerne auch so nennt, zwischen den Jahren. Die beginnt, es gibt verschiedene Hinweise, wann sie beginnt. Für mich beginnt sie eben am 21. Dezember schon zur Wintersonnenwende. Das ist der kürzeste Tag und die längste Nacht und die eignet sich sehr gut dazu, um einfach mal so die Schattenseiten zu durchleuchten. In jedem von uns gibt es Schattenseiten und gibt es lichtvolle Seiten. Und mit Schattenseiten meine ich einfach so, die Dinge zu durchleuchten, die man nicht mehr mitnehmen möchte, zum Beispiel ins neue Jahr, die man loslassen möchte. Also ich verbringe die Zeit vom 21. bis zum 23. Dezember immer damit, nicht nur, aber so mit kleineren Ritualen tagsüber, um loszulassen, um neue Dinge auch in mein Leben zu lassen. Denn wer loslässt, hat zwei Hände frei. Da gibt es ja so ein schönes Sprichwort von einem Mönchen. Und deshalb nutze ich diese Zeit insbesondere, ja, um so die Schattenzeiten zu durchleuchten und Platz zu schaffen für Neues, für neue großartige Dinge, die im neuen Jahr dann einfach auf mich bzw. natürlich auch auf dich warten. Ich bin 2010 und 11 zum ersten Mal auf die Rauhnächte aufmerksam geworden und habe von diesen besonderen Energien gehört und habe mich da auch daran erinnert, dass ich als Kind in der Richtung schon so eine Wahrnehmung hatte, aber niemanden hatte, der mir da etwas hätte erklären können. Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen. Und als ich dann aber von den Rauhnächten hörte, jetzt im Erwachsenenalter, war ich ja total begeistert, habe das gleich ausprobiert, mal eine herzorientierte Jahresplanung in diesen Energien zu machen und das funktioniert wunderbar. Und so gesehen beginnen dann die Rauhnächte am 24., 25. Dezember, ziehen sich hin bis zum 6. Januar, zu den Heiligen Drei Königen. Und jeder einzelne Tag, also wenn ich von Rauhnächten spreche, da ist die Nacht und der Tag während dieser Zeit gemeint, also nicht nur die Nacht, steht energetisch gesehen für einen Monat des folgenden Jahres. Beispielsweise der 25. Dezember steht für den Januar des folgenden Jahres, der 26. Dezember für den Februar und so weiter, bis man dann schließlich am 5. bzw. 6. Januar angekommen ist, was dann einfach energetisch gesehen steht für den Dezember 2019. Wenn ich vom 24., 25. spreche oder 25., 26., das ist immer ein 24-Stunden-Rhythmus, der sich einfach von ja, nachts 0 Uhr bis zur nächsten Nacht 23.59 Uhr hinzieht. Deshalb erwähne ich da beide Tage eben. Und wenn man sich da mal ganz bewusst in diese Energien begibt, mit einer Anleitung, vielleicht mit einer speziellen Rauhnacht-Meditation, ein Erfolgstagebuch, ein Erfolgsmonatsbuch da führt und sich diese Notizen dann notiert, die da ins Bewusstsein kommen, diese Dinge notiert, die ins Bewusstsein kommen, kann man wirklich mal eine herzorientierte Jahresplanung machen, mit der es dann einfach möglich ist, seine Ziele im neuen Jahr wirklich zu erreichen und nicht Ende Januar, Anfang Februar sich allenfalls noch an die guten Vorsätze zu erinnern, die man dann schon wieder längst ad acta gelegt hat. Und das finde ich so faszinierend dabei, in den Zauber der Rauhnächte mich zu begeben. Und dazu möchte ich dich auch einladen, da mal eine herzensorientierte Planung zu machen und nicht vom Kopf her sich irgendetwas vorzunehmen, sich etwas vorzusetzen, was man dann wieder beiseite räumt. Und dann hat man ja quasi so eine Bausteinplanung, Monat für Monat und kann sich so durchs Jahr leiten lassen und hat auch in so einem 4-Wochen-Rhythmus
auch schon gleich die ersten Etappenziele immer erreicht. Und das schenkt natürlich ganz viel Motivation und Energie, um da eben am Ball zu bleiben. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, wenn ich dich da jetzt mit ein bisschen inspirieren konnte, ich schreibe dir den Link unter das Video hier in die Infobox. Es ist noch für 2-3 Tage das kostenfreie Webinar, das ich kürzlich dazu gegeben habe, online. Schau dir da gerne die weiteren Anleitungen und Informationen, die ich da zusammengefasst habe, an und inspiriere dich da gerne, um in diesem Jahr eben auch mal mit dem Zauber der Rauhnächte zu arbeiten, mit dir selbst, um dann auch einfach mal eine herzensorientierte Zieleplanung für 2019 zu machen, damit auch 2019 du auf ein erfolgreiches Jahr einfach blicken kannst und den vielleicht längst fälligen Quantensprung auch in deinem Leben machen kannst. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Ich schicke dir eine ganz, ganz liebe Umarmung. Hab viel Freude im Zauber der Rauhnächte und schau gleich unter dem Video her, da findest du den Link zum kostenfreien Webinar, das für noch ein paar Tage dann eben auch offen zugänglich ist, wo du dich weiter informieren kannst. Bis ganz bald. Tschüss.